Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir, und ich hoffe, ich rate den Namen richtig, Heimdall das erste Mal betreten. Heimdall, jawohl. Ich habe gerade den Part so benannt und ich habe mir gedacht, hieß er so? Ja, anscheinend schon. War mir nicht gut. Ich zünd mal diese Zwiebel da an. Der Knoblauch sehen sieht jedenfalls aus. Jedenfalls, wir sind noch mal. Ich habe noch mal einen kurzen Abstecher in der letzten Folge nach Mizuho gemacht. Und ja, anscheinend können wir jetzt das Duell austragen zwischen China und Kuchinawa. Bams, steuer die mal. Ich habe so das Gefühl, ich muss die steuern, ne? Und ja, deswegen gucke ich mal. Nein. Was sie für Techs Arzt, meine ich natürlich, hat. Weil ich möchte ja gut vorbereitet sein. Pause hier absolut. Ja, das wäre doch nicht schlecht. Aber noch. Seppels hier, nicht viel haben wir. Life Seal, Spiel, Force hier. Ach ja, das ist eine. Hier, gefallene Mitglied wird ohne KP wiederbelebt, nur während des Kampfes. Was? Ohne KP? Geht das denn? Eines Mitgliedszeichen als Feuerattribut zu. Okay, die wurden auch schon ein paar Mal eingesetzt, aber sonst nicht. Okay, wird schon irgendwie klappen. Seid ihr bereit? Jo, wir schaffen das. Kutschnava ist bereits auf der Insel. Ich überlasse meinen Bruder dir. Ja, ich hätte vielleicht speichern sollen davor. Na, wer weiß, was dann wieder passiert wäre. Well of the Fates. China, das hat ja eine Ewigkeit gedauert. Du willst es also wirklich so haben? Natürlich ist er der Beobachter. Ja, Lloyd Irving ist der Beobachter. Was genau macht ein Beobachter denn? Ja, beobachten. Er verfolgt den Kampf. Und wenn eine Seite aufgibt oder stirbt, bestätigt der Beobachter das. Na gut. Also dann los. Und direkt geht's los. Kann keine Items einsetzen, verdammt. Ja, schon, dann mach ich fertig. Warte mal, ich hab doch Lifesteal, ne? Ja. Ja. Ja, das läuft überhaupt nicht gut. Ah, wie soll ich denn gegen so ein? Habe doch gar keine Chance gegen den. Hallo? Ja, besiegt, super. Ich habe verloren. Na, mach schon, Kutschen, aber mach mit mir, was du willst. Mehr hast du nicht drauf? Lächerlich. Verdammt, ich hätte gern gewonnen. Corinths Glocke erhalten. Ein Schwächling wie du soll mein Leben zerstört haben? Niemals. Kuchinawa. Ich verlasse das doch. Wenn du stärker geworden bist, werden wir erneut gegeneinander antreten. Okay. Das nehme ich auf jeden Fall zu Herzen. China. Ich werde stärker werden. Ich schwöre es. Okay, das ist das gewesen. War das ein kurzer Kampf gewesen? Ich dachte eigentlich, das wird sich ein bisschen in die Länge ziehen. Aber nein. Das war. Ja, weiß ich nicht. Ja, aber China, mit China zu kämpfen ist auch ein bisschen blöd, finde ich. でも半分はエルフの血が流れてるのに。だからじゃねえか。生地自分に近いやつだから、可愛さ余って憎さ100倍。
Okay. Na gut. Wir haben Haussuch verloren, sehr gut. Ich verstehe nicht. Vor allem das Spiel ist nur auf normal. Bin ich echt so kackbeschissen? Um das jetzt so zu sagen. So klar, klipp und klar, wo fahre ich überhaupt schon hin? Ja, vor allem fahren, ich fahre in der Luft. Ich kann das. Ja, stimmt. Ich bin da noch nicht eingegangen, deswegen habe ich keine Ahnung, was jetzt wieder ist. Egal, dieses eine Dorf werde ich ja locker wieder finden. Hallo? Kann man doch nicht übersehen. Achso, ja, mit dem rechten. Wieso will ich immer Final Fantasy 6 mäßig den 4-Knopf gedrückt halten und dann durch die Gegend fliegen? Nee, war Final Fantasy 7. Ja. Stolze Elfen. どうしてエルフは母エルフを嫌ってるんだ。村に悪さを俺たち人間も変わらなくちゃいけないけど、エルフも変わらないといけないな。そうだね。ヘイムダールでは、ロイドたち人間まで白い目で見られてるのね。そういうの、良くないよ。頑固なエルフたちが、いつか分かってくれればいいのだけれど。いや、 finde ich auch. So, jetzt von hier aus wieder südöstlich. War hier. Yay. So, speichern wir mal. Hätte ich gewusst, dass das Duell so kurz wäre, ne? Hätte ich das noch, keine Ahnung, so zusammengeschnitten oder so. Hätte ich vielleicht noch machen können. Ich hätte dann eigentlich noch mal neu aufnehmen können, jetzt egal. Ja. Ich würde irgendwie so einen ganzen Part irgendwie machen, wo die so gegeneinander kämpfen, so Epic Duel of the Face, und dann gehe ich nach 5 Minuten irgendwie frecken. Was zum Teufel ist das da oben? Scheint den Stab der Elfenelzen zu haben. Ihr könnt passieren. Okay, kann ich den ausrüsten? Nur mal so aus Nugia. So, endlich mal wieder ein paar Kämpfe hoffentlich. Was ist das für eine Blume? Wow, was ist denn das? Sie ist groß und schön. Ja, sie ist groß. Sie ist groß. Sie ist groß, aber nicht schön. Hey Leute, da drüben ist auch eine. Ja, geht voll ab. Aber sie sieht anders aus. Du hast recht, sie stößt Wind aus. Nein, was ist? Ich habe das schon einmal in einem Buch gelesen. Es gibt eine Pflanze, die Wind erzeugt, wenn sie gefüttert wird. Das ist unsere Rain. Ich verliebe mich jeden Tag aufs Neue in sie. Die Blume da drüben stößt Wind aus. Heißt das, ihr Futter wächst in diesem Tal? Ja, das wäre logisch. Rain, will ich mir das ein oder ignorierst du in letzter Zeit meine Liebeserklärungen? Wenn ja, sind diese Blumen vielleicht zu irgendetwas Nütze? Ja, glaube ich auch. Bisher, du nicht auch noch. Marcellus, bist du vielleicht mal still, sonst lassen wir dich hier stehen. Mein Gott. Wir andauert irgendwie von allen aufs Maul bekommt. Erfahrungsgeber Level 4, jawohl. Jawohl. Nein. Erstmal nachdenken und dann verteilen. So, was? Was Chinas tot? Warum? Oh Mann, wie blöd ist das denn? So, ja, ich bin Regal am Steuer. Du bist mir in letzter Zeit etwas zu oft verreckt. Aber gucken wir erstmal, was jeder hier so hat. Magie, Energie. Ich sollte vielleicht irgendwie nach wenig Dingen hier gehen. Wenig Sachen, die bis jetzt irgendjemand hier hat. Ja, scheiß auf. Rain! Erfahrungsgamer Level 4. Bams! Ja, erstmal alle hier rundum ausprobieren.
bei dir. Und da schon wieder so Ring. Warum ist überall so ein Ding her? Damit man seinen Ring ändern kann. Okay, ich kann ihn einsetzen. Au! Muss man diesen Kampf eigentlich gegen Kuchinawa verlieren oder? Keine Ahnung. Er wollte ja so oder so das Dorf verlassen. Egal ob er gewinnt oder verliert, aber trotzdem, ich treffe den nicht, der ist so klein. Mein Gott, der ist mir zu klein, ich treffe den nicht. Regal ist zu groß. Ich werde irgendwie nicht. Warum habe ich. Ich verliere die ganze Zeit HP. Und dann beginne ich aber. Was zum Teufel, ich habe jetzt nicht verstanden, was da gerade passiert ist. Ich habe die ganze Zeit KP verloren, gewonnen und dann wieder verloren. Umgekehrt. Zack, ich so. Wutsch. Bams. Ich habe noch gar nicht den einen notiert. Der letzte Geschehen ist. Gungnir, schon wieder. Ray und Hurricane Trust. Okay, das habe ich unbewusst bestimmt gewusst. Aua. Hat doch in Zocken. Ich würde sagen, was er wollte, aber er sieht nicht professionell aus, wenn er seine Trip da macht. Sehr gut. Wurde ja nichts nutzt. Verbindungserfahrungsfähigkeit, sehr schön. Physischer Schaden, verhindert physische Krankheiten, sehr schön. Item Pro, was? So. Was? Kein Tutorial? Ah, ich habe schon so eine Ahnung. Das habe ich dann vom Wind treiben lassen, aber. Eldes Granulat. Edles. Eldes. Hm? So, hi. Na? Das ist eine merkwürdige Blume. Oh. Da haben wir auch so eine Blume. Das war ein Gegner. Bitte nicht aufs Maul geben. Aua. Freunde, das ist immer das gleiche in dem Spiel. Guckt euch mal genau an. Ich laufe den Gegner los. Will eine Art aktivieren. Aber die schaffen es immer als erstes, mich zu schlagen. Egal. Ich gehe auf den Typen los. Drück Kreis, um die Art zu aktivieren. Die treffen mich immer als erstes. Ich kann gar keinen Präventivschlag machen. Die treffen mich immer als erstes. Wenn wir so gegeneinander so laufen. Das ist doch nicht normal. Naja. Oh, noch eine Verbundserfahrung für die Alten. Sehr schön. Technisch. Zählt die Menge an TP, die während eines Kampfes verbraucht werden. Sehr schön, das ist auch nicht schlecht. War nicht gerade was? So. Wow. Ach, ich bin zwar füttern, ne? Diese Blume sieht krank aus. Wenn wir etwas Futter geben, holt sie sich vielleicht wieder. Futter, hm? Das ist eine merkwürdige Blume. Ja. Komm her. Muss meine Erfahrungsfähigkeiten lernen. Ja, diesmal bin ich als Erster hingegangen. Ich werde doch gerade auf, ich bin der Einzige, der jetzt hier an der Front ist, ne? Wo ist eigentlich nicht schlecht. Wie oft wurde Ray eigentlich schon eingesetzt? War schon bald 50 Mal. Ich habe jetzt bei ihm diesen Ring ausgerüstet, ne? Aua. Bums. Mit Stahlharten Rücken von Regal. So, Triple Kick, sehr schön. Swallow Kick, Dragon Dance, Eagle Dive. Heaven's Charge, Mirage. Was ist das denn? Bin ich verarscht? Was ist das denn? Das ist irgendwie eine, sieht aus wie eine billige, flinke Umrundung von Jude. Krieg die Krise, Mann, ey.
Putsch. Mein Gott. Rügel ist nicht gut als Kämpfer, finde ich. Ja. So. Hey, wie soll ich nach oben kommen, hallo? Hey, das ist ja Kirima. Ich hätte nie gedacht, dass das an so einem solchen Ort wächst. Stimmt, es ist eine gute Zutat. Komm, nehmen wir welche mit. Ja, man weiß nie, wann man sie so braucht. Ja, ne? Ganz zufälligerweise ist da irgendein... Ganz zufällig sind da welche... Ja. Oh, okay. 15 Stück. Okay. Hm, wir könnten sie ja hier verbrauchen. Die sollen sie doch füttern, oder? Ich wäre jetzt mit einer Kirima. Da drüben wachsen welche. Ah ja, okay. Ich versuch's mal. Füttern. Okay, am Mango kann man auch gehen. Blume ist gesund. Wow. Das macht Spaß. Würde Colette wahrscheinlich sagen. Oh. Oh, oh. Putsch. So ein Dreck, ey. Kann irgendwie immer zwei einsetzen bei ihm. Das ist ja so ein bescheuerter Angriff. So, jetzt setzt bitte nicht nochmal Dingens ein. Okay. Das hat wieder nichts gemacht. Burns! Ja, gut. Au. Muss mal bei Colette irgendwie ganzen Engel-Skills auf diese Tasten hier belegen, damit ich davon auch mal welche einsetzen kann. Hm. Thunder Blade, Raging Mist, Gravity Bell, Force Field. So. Diese Viecher machen mir irgendwie eine Gänsehaut. Nix, okay. Komm her! Ich komme das schon so hinterm Gegner, hallo? Warte, mache ich mich mal drauf. Jubo! Hutisch! Das wird so toll. Bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Oder auch nicht. Voll bescheuert. Gut, verdammt. Du die Gegner immer zu weit wegschmeißen mit seinen Angriffen. Jetzt die Erfahrungsfähigkeit von Rain geändert, ja, ne? Jubuko. Ja gut. Ja. Busch. Aua. Ey. Huda. Huda. Mach den fertig. Den fertig. Bams. Voll rein gemessert, wollte ich jetzt sagen. Wollte Möhren und Messern sagen, deswegen. Bleh. Hm. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen experimentieren eigentlich. Ja. Na. No. Ich wollte eine Blase einsetzen, Mann. Da habe ich einen Angriff. Dragon Dance brauche ich nicht mehr. Dragon Rage brauche ich noch. Wenn er wieder keine lernt, dann kann ich ja wieder einen anderen Charakter nehmen. Aber
Aua. Er trifft mich trotzdem, was soll ich machen? Ja, das ist eine richtig blöde Version von Jules flinke Umrundung. Der noch TP kostet. Das ist so blöd. Wer denkt sich so was aus? Gurevo. Sehr gut. Mal TP. Okay. Wie sieht denn jetzt aus? Technisch mäßig. Heaven Charge kann ich einsetzen jetzt. Zack. Na, Erfahrungsgeber Level 3. Wow, wo kommt der denn her? Hey, das kenne ich doch. Hey, Nebel im Schlüssel vibriert. Was ist das? Okay, dann machen wir sie mal auf. Warte mal. Stimmt, da gab es ja auch noch eine Truhe in diesem einen Wald. Ich wusste, es ist eine Waffe der Finsternis. Stimmt. In diesem Wald war ja auch noch eine. Muss ich mir gleich notieren, ey. Sonst vergesse ich das. Muss man auch noch einsacken irgendwann. Erstmal durch jetzt Speicherpunkt. Ist das hier? Ich pflücken, jo. Und gehen wir diesen Ding ja mal eine. Was ist das? Will da unten hin. Okay, lass mal erstmal hier am Mangos. Weil wer weiß. Will ich aber noch die Truhe haben. Na, komm mal her. Der war ja erst da unten, dann ist er nach oben. Was? Totzilla. So irgendwie dieses Viech, das dieses Ding da bewacht hätte. Ich glaube ja. Ich komme gar nicht hinter dem Viech. Okay, ja. Noch dreimal. Ja. Ich hole jetzt so gegen die Birne einfach. Ich komme an deinen Rücken nicht ran. So. Bringt's ja jetzt voll. Haut den mal kaputt. Ich mach mal. Ich helfe euch. Ich bin Regal. Ich helfe. Ich schleiche mich so hinter seinen Kopf, das merkt er nie. Don't mind me, I'm just doing this. I'm just doing mirage. Ja, verdammt, wie soll ich noch Dinge einsetzen? Okay. So. Warte mal, da unten, ich will zur Truhe, ja. Zu der da, genau. Erfahrungsgeber Level 3, warum kriegen jetzt Level 3 gehen? Vielleicht sollte ich ja zwei Level 3 geben, mal ausrüsten oder was. Vielleicht bringt es ja das voll. Da bin ich mal gespannt. Ich kann das gar nicht einsetzen. Ich wollte jetzt mal Milch einsetzen während dem Ding. Hat's gar nicht gebracht. Was zum Teufel? Das war voll verspätet. Und man diese Abwehrdinger. Oh geil. Jetzt kann ich euch so oft aufzeichnen, wie ich will, und ihr könnt nichts dagegen tun. Was soll mich vergiften? Was? Das ist so bescheuert. So, 50 Mal. Haben wir schon alle Attacken hier 50 Mal mit denen eingesetzt. Außer Healer und all sowas, die ich mal einsetzen könnte.
Geht weg. Kann ich mal jemand heilen gegen Vergiftung? Magische Krankheiten. Ja, verteilt magische Krankheiten, das mitgeht. Recover. Nee, nicht Recover. Purify. Wutsch. Ja gut, bitte nicht Rain angreifen, danke. Danke. Das hätte ich direkt gedacht, ne? Okay, Regal kann ich gleich wieder austauschen. So, wo ich sie nicht nutze. So. Dann wechseln wir mal ihn mit Pressure aus. Wir haben auch schon lange nicht mehr gespielt. Destruction. Fury Destruction. Infliction. Devastation. Mass Devastation. Fury Infliction. Beast. Earthly Protection. Toll, sie hat nur einen Angriff. Ich gerade leveln kann. Ah. Hätte ich gerne mal einen Speicherpunkt. Das wäre jetzt so richtig schön. Hey, das ist der Mango. Hier wächst der Mango. Essen diese Pflanzen nicht nur Kirima? Weiß nicht, aber vielleicht brauchen wir später welche. Mal gucken. Ich glaube, da oben ist ein Speicherpunkt. Da unten war ja jetzt nichts mehr, ne? Ah! What is this? Ah! Mein Gott, die Waffe von ihr. Ah! Wie könnt ihr es wagen? What? Mein Gott, was ein Angriff. Leck mich. Heftig. Ich glaube, wenn sie nur einen Angriff hat im Moment, soll ich vielleicht jemand anderen steuern. Vielleicht Leute oder so. Der macht verdauernd neue Angriffe. Au. Mein Hintern gestochen. Wie kannst du es wagen? So. Oh, und jemand ist vergiftet. Nein. Ja, das war nicht gut. Ja, bleib's. Hier. So, dann nehmen wir mal Lloyd wieder ins Team. Jetzt würde ich gerne irgendwo einen Speicherpunkt oder so haben. What? Fangs gehen wir Level 4. So, hier sind wir sicher. Würde ich sagen, den nächsten Part, ja. Wenn den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und sage Tschüss.